Heinz Drache wurde am 9. Februar 1923 als Sohn eines Kaufmanns in Essen geboren. Während seiner Schulzeit begeisterte Heinz Drache sich schon für das Theaterschauspiel und arbeitete danach als Statist im Essener Theater. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde er in Nürnberg stationiert. Durch sein schauspielerisches Talent wurde er vom Militärdienst befreit und bekam eine Anstellung am Nürnberger Schauspielhaus. Nach dem Krieg war er an verschiedenen deutschen Bühnen zu sehen und setzte dort seine Karriere als Schauspieler fort. In Berlin lernte Drache den bekannten Schauspieler und Regisseur Gustav Gründgens kennen. Dieser holte ihn später nach Düsseldorf, wo Drache für eine Rolle in Schillers »Die Räuber« und in dem Stück »Der Schatten«, uraufgeführt im Jahr 1947, verpflichtet wurde. Zu seinen Kollegen zählten unter anderem Käthe Gold, Marianne Hoppe, Gustav Knuth und Elisabeth Flickenschild. Danach folgten Filmengagements in Problem- und Sittenstreifen wie Die Straße, Madeleine Telefon 136211, 1958 und Mit 17 weint man nicht, 1960. Heinz Drache hatte gleichfalls Rollen in Hörspielen übernommen und betätigte sich als Synchronsprecher. Seine erste Kinorolle erhielt der 30-Jährige im Jahr 1953 in dem Unterhaltungsfilm »Einmal kehr ich wieder – Dalmatinische Hochzeit«. Drache heiratete im Jahr 1957 seine Frau Rosemarie in Berlin. Aus dieser Verbindung gingen drei Kinder hervor. Es folgten Werke wie »Bei dir war es immer so schön« 1954, »Spion für Deutschland« 1956 und »Der Rest ist Schweigen« 1959. Seine Erfolgskarriere im Fernsehen begann mit der Rolle des Kommissar Jörg in dem Film »Das Halstuch« von Francis Durbrichte. Der Krimi machte ihn bundesweit populär. Der große Durchbruch kam im Jahr 1960, als er in zahlreichen Edgar Wallace-Filmen mitwirkte. Die bekanntesten Krimititel waren »Die Tür mit den sieben Schlössern«, »Das indische Tuch«, »Der Zinker« und »Der Hexer«. Er spielte in rund 20 dieser Wallace-Filme mit. In den 1970er Jahren kehrte er wieder ans Theater zurück. Mit der Komödie »Hokus Pokus« von Kurt Götz stand er mehr als 700 Mal auf der Bühne. In der Zeit von 1985 bis 1989 spielte Drache den Tatortkommissar Bülow. Danach bekam er mehrere Gastrollen beim ZDF in dem Mehrteiler »Sturmzeit« und in der Krimiserie »Soko 5113«. In seiner letzten Rolle stand er für die erste Folge der ARD-Serie »Adelsromanzen« vor der Kamera. Heinz Drache starb am 4. April 2002 an Lungenkrebs in einem Berliner Krankenhaus.